Mein nächster Gast steht schon bereit. Sarah Bow. Ja, sie wird uns ein bisschen was erzählen oder ganz viel, auch übers Filmen, aber nicht so kurz wie Snapchat, sondern ein bisschen mehr. Es geht um YouTube. Und Sarah wird uns ja jetzt eine kleine Reise durch YouTube als Geschäftsmodell mit uns machen. Und wenn wir dann noch ein wenig Zeit haben, werde ich ihr Löcher in den Bauch fragen. Das mache ich so gerne heute mit unseren Gästen. Sarah, einen ganz herzlichen Applaus für dich. Komm auf unsere Bühne. Die nächste halbe Stunde gehört diese Bühne dir. Dankeschön. Ja, mein Name ist Sarah. Im Internet kennt man mich unter dem Namen Sarah Bow. Ich bin Vollzeit-Bloggerin, YouTuberin und Inhaberin der beiden Agenturen visagistbuchen.de und Bloggerberatung. Ich mache das Ganze jetzt seit 9 Jahren. Ich habe damals mit 14 Jahren angefangen zu bloggen. Warum habe ich angefangen? Ich hatte keine Lust für die Schule zu lernen, habe im Internet gestöbert und habe gesehen, in Amerika gibt es Mädels, die posten ihre Outfits im Internet auf Blogs. Schreiben hin, woher ist was, woher haben sie was gekauft und dachte mir, gut, kannst du auch. Und so hat das Ganze angefangen. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich davon leben kann, geschweige denn irgendwie Geld damit verdienen kann. Ich weiß noch, wo ich 15, 16 war und da hat man mal so ein T-Shirt zugeschickt bekommen. Ich habe mich gefreut wie sonst was. Und mittlerweile ist man dann viel unterwegs, auf Reisen, auf Events und es ist auf jeden Fall super spannend. Ja, gerade auch mit YouTube. Ich habe jetzt einfach mal ein paar verschiedene Modelle aufgeführt, wie man Geld mit YouTube verdienen kann, als YouTuber oder aber auch als Firma, wie man das Ganze für sich nutzen kann. Und ja, wir hätten zum einen AdSense, Affiliate-Programme, Product Placement, eigene Produkte und langfristige Verträge. Ich werde jetzt zuerst mal auf AdSense eingehen. AdSense, klassische Google-YouTube-Werbung, kann jeder YouTuber nutzen ab einer bestimmten Abonnentenzahl. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel von Social Blade. Social Blade ist eine Seite, wo man YouTube-Statistiken aufrufen kann. Dann kann man Pi mal Daumen schauen, was so ein YouTuber monatlich, jährlich mit AdSense-Einnahmen verdient. Einfach nur für euch so ein bisschen zum Gucken, zum Verständnis. Das ist jetzt von meinem Zweitkanal, meinem Bücherkanal Sarah Bow Books. Habe ich 20.000 Abonnenten. Da steht mit den Werbungen, die vor oder nach meinem Video oder neben meinem Video angezeigt werden, automatisiert von YouTube. Da muss ich selber nichts machen, ich muss es nur einstellen, dass es angezeigt wird. Verdiene ich Pi mal Daumen zwischen 6 und 92 Euro im Monat. Ich habe durchschnittlich 2.000 bis 5.000 Klicks pro Video auf meinem Bücherkanal. Als krasses Gegenbeispiel habe ich mir jetzt mal eine der erfolgreichsten deutschen YouTuberinnen genommen, Bibis Beauty Palace, kennen vielleicht einige von euch. Sie hat 3 Millionen Abonnenten, bei ihr sind wir dann monatlich bei 9.000 bis 150.000 Euro. Ist natürlich eine nette Summe. Ja, ich würde sagen, Google AdSense oder das YouTube-Programm macht auf jeden Fall eher Sinn, wenn man eine hohe Klickzahl hat, wenn man eine hohe Reichweite hat. Ich könnte jetzt davon nicht Vollzeit leben. Für mich ist eher interessant, mit Affiliate-Programmen zusammenzuarbeiten. Dadurch generiere ich mein Haupteinkommen. Dazu muss ich sagen, ich habe eine sehr verkaufsstarke Zielgruppe. Ich habe eine ältere Zielgruppe. Das heißt im Internet, meine Zielgruppe ist zwischen 20 und 35. Das ist schon ziemlich alt. Normalerweise sind die YouTube-Zuschauer meistens ja zwischen 12 und 16 Jahren. Das ist so die Hauptzielgruppe, würde ich sagen. Und ja, was sind Affiliate-Links? Affiliate-Links sind quasi personalisierte Links zu Online-Shops, zu Produkten. Das Ganze wird über Netzwerke wie RewardStyle oder TrackDelight angeboten, aber auch zum Beispiel Amazon hat sein eigenes Partnerprogramm. Da kann jeder von euch, ob der jetzt YouTuber, Blogger oder sonst was, ob er es ist oder nicht, kann sich da anmelden und kann sogar mit seinem privaten Facebook-Account Geld verdienen, indem er seinen Freunden seine Links schickt und kann dadurch ein paar Euros dazu verdienen.
Bei Reward Star und Track Delight kann man sich beispielsweise nur anmelden, wenn man eben Blogger oder YouTuber ab einer bestimmten Reichweite ist. Da gibt es dann zwei Arten von Links. Einmal die Pay-per-Sale-Links, das heißt, man verdient zwischen 5% und 20% Provision pro Produkt oder bei Verkauf. Oder es gibt die Pay-per-Click-Links, da verdient man zwischen 5 und 24 Cent pro Klick. Wird allerdings nicht von vielen angeboten, da die meisten natürlich mehr davon haben, wenn Produkte auch verkauft werden. Das Tolle daran, wenn ich jetzt einen Lippenstift auf meinem Kanal zeige und der Zuschauer möchte sich jetzt den nachkaufen, kauft sich jetzt aber bei Douglas nicht nur den Lippenstift, sondern merkt, oh, ich brauche noch ein Parfum, oh, meine Creme ist auch noch leer, generiere ich den Umsatz von allen Produkten, was im Endeffekt im Warenkorb ist, und verdiene so mein Geld. Hier ist jetzt ein Screenshot von meinen Beauty-Jahresfavoriten 2015. Ist eine sehr lange Liste, aber das ist so, ja, ein Großteil meines, wie ich mein Einkommen einfach als YouTuberin generiere und wie ich YouTube für mich am besten nutze. So, die meistverbreitete Form sind natürlich Produktplatzierungen. Man kennt es aus dem Fernsehen, Filmen. Ist natürlich auf YouTube sehr interessant. Hier habe ich ein Beispiel von meinem Get Ready With Me Video. Für alle, die es nicht wissen, was ist ein Get Ready With Me Video? Das ist ein Video, wo ich zeige, wie ich mich für einen bestimmten Anlass zurecht mache. Wie ich mich schminke, wie ich meine Haare style, wie ich meine Nägel lackiere, was ich anziehe, warum ich was anziehe und wie ich dann im Endeffekt mit meiner kompletten Montur das Haus verlasse. Das war jetzt in Kooperation mit Sally Hansen. Hier ging es darum, das Miracle Gel zu bewerben, nicht zu verkaufen. Ich mache kein QVC, ich bin kein HSE24, ich sage niemandem, ihr müsst das kaufen, das ist das beste Produkt, das geht gar nicht auf YouTube. Weil YouTube lebt davon, dass es authentisch ist, dass es natürlich ist. Die Leute entscheiden selbst, was wollen sie sehen, wen wollen sie sehen. Wir sind für die Zuschauer wie Freunde, wir sind irgendwo auch Vorbilder. Und ihr kennt es sicherlich, wenn ihr ein neues Produkt braucht, sei es jetzt ein neues Shampoo, eine neue Kamera, ein neuer Computer. Ihr verlasst euch eher auf die Meinung von euren Freunden oder wenn jemand von euren Freunden sagt, oh mein Gott, das ist so toll, das musst du einfach ausprobieren, dann habt ihr da viel mehr Interesse daran, das Produkt auszutesten, als wenn ihr jetzt eine Zeitung aufschlagt und da ist irgendwie so eine Werbeanzeige oder im Fernsehen läuft irgendein Werbespot. Das guckt ihr euch einmal an und dann habt ihr es danach schon vergessen. Das bleibt einfach nicht so im Kopf hängen. Und ja, hier habe ich quasi einfach nur gesagt, hey, ich benutze heute den neuen Miracle Gel Nagellack von Sally Hansen in der Farbe so und so viel, zeig kurz, wie ich, weiß nicht, 2-3 Nägel lackiere und fertig. Da wird jetzt gar nicht drauf eingegangen, kauft das bitte oder kauft es nicht. Und dann wird es anschließend einfach nur in der Infobox verlinkt. Natürlich wird alles immer entsprechend markiert. Die Leute wissen, okay, da ist jetzt eine Produktplatzierung. Ich persönlich bin sehr offen mit meinen Product Placements oder auch gesponserten Artikeln, zugeschickten Artikeln. Man bekommt als YouTuber oder als Blogger wirklich super viel Pressematerial und Produkte von Firmen zugesendet. Ich bin Mensch, ich gehe da sehr offen damit um. Ich will sehr ehrlich zu meinen Zuschauern sein, weil ich bin ja quasi abhängig von meinen Zuschauern. Ich möchte die nicht hintergehen und darum ist es wirklich sehr wichtig, authentisch zu bleiben und auch darauf zu achten, welche Product Placements nehme ich an und welche nehme ich nicht an. Ich habe zum Beispiel vor kurzem eine Anfrage bekommen, ob ich nicht gerne Mountainbikes in den Bergen testen würde. Und ich bin so der unsportlichste Mensch überhaupt und es würde so unauthentisch kommen. Und es ist egal, wie viel Geld die mir anbieten, ich mache das nicht, weil das, die Leute würden sich einfach auf gut Deutsch verarscht vorkommen. Dann natürlich gibt es noch eigene Produkte. Hier habe ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel, Hanadi, eine befreundete YouTuberin. Sie ist Make-up-Artistin und Kosmetikerin, hat ein eigenes Studio in Stuttgart, was immer restlos ausgebucht ist. Die Leute fahren von überall, aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, extra zu ihren Laden, um sich explizit von ihr schminken zu lassen, sei es für die Hochzeit oder sonst irgendwas.
Und sie hat auch einen sehr starken YouTube-Kanal. Ich glaube, sie ist jetzt so bei 200.000-300.000 Abonnenten und hat jetzt Anfang des Jahres zum Beispiel ihre Wimpern rausgebracht. Das boomt einfach. Es läuft sehr gut. YouTuber, Blogger sind allgemein die Werbegesichter von morgen. Also ich merke es immer wieder, wenn ich auch alleine in den Kiosk gehe und ich gucke mir so Jugendmagazine an, ne? Und wo früher eine Britney Spears oder so auf dem Cover war, sind heute YouTuber oder diese Poster, was immer so in der Bravo drin waren, das sind jetzt überall YouTuber drin. Grund dafür, also ja, es ist halt für die Kunden auch sehr interessant, über YouTuber zu werben, da es im Gegensatz zum Fernsehen oder zu klassischen Printmedien einfach die Zielgruppe kann genauer definiert werden. Es kann genauer gesehen werden, okay, wie viele Leute sind jetzt wirklich im Endeffekt auf hier den Nagellack draufgegangen? Wie viele sind, haben jetzt den Link angeguckt? Wie viele sind darüber, haben den Nagellack eingekauft? Sie können sich aussuchen, welchen YouTuber buchen Sie, wer hat welche Zielgruppe. Wenn ich jetzt eine Kooperationsanfrage bekomme als YouTuberin oder als Bloggerin, die Firma bekommt von mir ein sogenanntes Media Kit zugeschickt. Da steht eine kurze Info über mich, wer ich bin. Dann sind da Auflistungen drin, wo ich wie viele Klicks habe, wo ich wie viele Reichweite habe. Das sind Screenshots von meiner Zielgruppe, Altersgruppe, woher kommt wer, mit wem hatte ich schon Kooperationen, welche verschiedenen Modelle kann man buchen. Das bekommen die alles komplett zugeschickt. Und dann können Sie entscheiden, okay, wollen Sie mich nicht. Was jetzt ganz interessant ist und in diesem Jahr sehr stark kommen wird, sind langfristige Verträge. Man kennt es vielleicht von Sportlern, wenn jetzt ein Sportler nur Nike oder Adidas trägt. So wird es jetzt auch bei YouTubern und Bloggern vermehrt sein, dass langfristige Verträge gemacht werden. Auch wir in der Agentur Bloggerberatung, wir haben derzeit 30 Influencer bei uns unter Vertrag. Sind gerade auch dabei, sehr viele eben solche langfristigen Verträge zu verhandeln und für unsere YouTuber ja, auszumachen. Und es ist ja unglaublich spannend, das Ganze. Firmen können natürlich auch noch viel für sich auf YouTube rausholen. Nicht nur, dass sie Werbung mit YouTubern machen, sondern sie können auch sich selber nochmal gut vermarkten. Ein Beispiel, was ich immer wieder gerne zeige, ist von der Kosmetikfirma Art Deco. Sie hatten eine kleine Serie online gestellt. Das ist so eine Mischung aus GZSZ, Berlin Tag und Nacht. Also es sind ein paar Mädels und die gehen dann zusammen weg, schminken sich, quatschen über Jungs. Also es ist ziemlich kurz, aber eigentlich ganz lustig gemacht. Und da sieht man jetzt auf dem Screenshot, wie das eine Mädel sich dann beim Quatschen sich die Nägel lackiert. Und da wird auch schön eingeblendet, okay, das ist jetzt der Art Deco Magnetic Nail Lacquer Nummer 45. Die Leute, die sehen das live, das Produkt, oh wow, das sieht ja toll aus, gefällt mir, das könnte ich auch benutzen. Und haben auch eine kleine Story dazu und dann kaufen sie das Produkt eben und verfolgen die Marke einfach nochmal intensiver. Wenn dann Art Deco im nächsten Schritt ein Video zu ihrer neuen Produktlinie rausbringt, gucken sie das dann eher an, als wenn da jetzt nur Werbespots online kommen würden auf dem Kanal. Ein weiteres sehr gutes Beispiel ist jetzt alles ein bisschen Beauty-lastig, aber ich bin auch aus dem Beauty- und Fashion-Bereich, ist von Lancôme. Lancôme hat sich jetzt Lisa Eldridge mit ins Boot geholt, für alle, die sie nicht kennen. Das ist gerade so die Make-up-Artistin, weltweit schminkt sämtliche Cover von großen Magazinen, von den Hollywood-Stars und ist auch YouTuberin. Sie hat sich eine mega Fanbase aufgebaut durch YouTube, macht Make-up-Tutorials, wie sie jetzt zum Beispiel das letzte Vogue-Cover geschminkt hat. Und das ist nochmal wieder was ganz Neues und super interessant. Und sie ist jetzt seit Anfang des Jahres Creative Director von Lancôme. Und ich selber bin auch Make-up-Artistin, habe jahrelang im Make-up-Bereich gearbeitet. Und ich kenne es, wenn eine Kundin kommt und sagt, ja, Lancôme hat jetzt eine neue Lidschattenpalette rausgebracht und ich würde es gern mal ausprobieren, aber ich weiß nicht wie und ja, wenn sie mir das jetzt zeigen, ich kann das unmöglich alleine zu Hause nachmachen. Und ich finde es einfach genial, dass sie das Lancôme Tutorials zusammen mit Lisa Eldridge auf ihrem Kanal hochlädt, die komplette Produktpalette einbindet und der Endverbraucherin zeigt, wie sie die Produkte aus einer bestimmten Kollektion oder aus dem Standardprogramm mit einbindet. Das Ganze
kann man jetzt natürlich nicht nur im Beauty-Bereich verwenden, das kann man auf jeden Bereich ausweiten, auf jedes Business ausweiten. Also ich denke, gerade im Internet findet jede Nische seine Zielgruppe, seine Zuschauer. Und man kann es wirklich für jeden Bereich für sich nutzen, für seine Firma, um das Ganze zu vermarkten und Umsatz zu generieren oder einfach nur um Reichweite und Aufmerksamkeit für sein Produkt zu bekommen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen, oberflächlichen Einblick in das Leben oder in meinen Beruf geben. Ich freue mich, wenn ihr Fragen habt, vielleicht dazu. Ja, das haben bestimmt ganz viele. Also ich habe auch schon ein paar gespeichert, aber mit YouTube und als Blogger Geld verdienen und das sozusagen zu unserem Geschäftsmodell machen, das finden, glaube ich, viele von uns ganz gut. Ich kann mir vorstellen, ihr habt Fragen. Wenn es Kooperationsanfragen gibt, sind da Sachen, wo du sagst, das machen Unternehmen oft falsch, das gefällt dir überhaupt nicht, oder auf der anderen Seite, das findest du besonders gut oder das ist dir wichtig? Also ich finde es sehr gut, wenn die Firma sich vorher Gedanken macht, sich den YouTuber genau anschaut und auch bereit ist, dafür zu zahlen. Ich finde es schlecht, wenn eine Firma hauptsächlich auf die Masse ausgeht, alles umsonst haben möchte, weil ein YouTuber bringt teilweise mehr Aufmerksamkeit und mehr Gewinn als eine mega, mega überteuerte Anzeige in der Zeitschrift. Da zahlen die ja locker 50.000 Euro oder sowas, können aber gar nicht nachvollziehen, was bringt es mir, oder haben nicht den gleichen Effekt, was sie von einem YouTuber hätten, mit der gleichen Reichweite. Und da finde ich, Firmen sollten sich mehr Gedanken darüber machen, besser die YouTuber aussuchen, wer passt zu mir, wer passt zu meiner Zielgruppe, wer passt zu meinem Produkt, als jetzt sagen, okay, wir wollen Werbung über YouTuber machen, ich schreibe jetzt einfach mal ein paar an. So, das hat keinen Sinn, das bringt keinem von beiden was. Das bringt weder mir was, wenn meine Zuschauer sagen dann, was stellst du denn da für einen Blödsinn vor? Und wiederum die Firma denkt sich, hä, warum kauft jetzt keiner was von, sie hat doch so viele Klicks, aber warum kauft keiner was? Ja, weil es nicht zu meiner Zielgruppe passt. Genau. Ja, Fragen. Alle schreiben fleißig mit. Dann habe ich mal eine Frage. Wo siehst du dich denn in 2 Jahren? Wie wird sich das alles weiterentwickeln? Wir sagen ja nicht mehr 5 Jahre, das ist schon weit weg. Aber in 2 Jahren. Wo ist auch schon mega lange im Internet. Ja, also ich bin gerade auf jeden Fall dabei, meine Agentur auszubauen. Wir haben sie zuerst Ende letzten Jahres gegründet, zusammen mit meiner Assistentin und einer weiteren Blog-Kollegin. Das Ziel ist es, unsere Agentur auszubauen und am besten noch mehr Content online zu stellen. Man kann nie genug Videos machen, aber ich möchte auf jeden Fall gerne in dem Bereich bleiben und hoffe, ich kann es auch noch eine Zeit lang machen. Ja. Komm, wir setzen uns mal hier hin. Wenn keine Fragen aus dem Publikum sind, können wir uns nämlich auch mal hier hinsetzen und es uns gemütlich machen. Glaubst du, dass in Zukunft noch sehr viel mehr Menschen über YouTube auf so authentische Art und Weise sozusagen ihr Leben bestreiten können, oder ist das jetzt eine Phase des Internets und wird das durch irgendwas anderes abgelöst? Also ich merke, in den letzten Jahren kommt es immer mehr, dass YouTuber davon leben können. Ich höre von immer mehr Kollegen, hey, ich habe meinen Job gekündigt, ich mache das jetzt auch Vollzeit, und ich freue mich bei jeder Einzelnen. Ich denke mir so, cool, wieder eine weitere, weil in Deutschland sind wir noch echt wenige. Es ist schwer zu sagen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Viele fangen mittlerweile mit dem Hintergedanken an, okay, ich fange das jetzt an, um Geld damit zu verdienen. Ich meine, ich bin eigentlich Fashion-Bloggerin. Den YouTube-Kanal habe ich parallel zu meinem Blog gestartet, weil ich mich damals als Make-up-Artistin aufmerksam generieren wollte. Ich mir dachte, okay, wenn ich Make-up-Tutorials mache und die Leute sehen, okay, die kann schminken, dann buchen die mich eher. Und, ja, aber ich war jetzt nicht mit dem Hintergedanken, ich möchte jetzt wirklich mit YouTube Geld verdienen. Aber das kommt gerade sehr stark und es ist mittlerweile schon eine Überschwemmung, und dass man gar keinen Überblick mehr hat, welche YouTuber, wen gibt es denn überhaupt, über wen kann man Werbung buchen, wer macht gute Werbung, wer macht schlechte Werbung, ja. Was würdest du den Leuten raten? Also offensichtlich sozusagen mit dem Wunsch ranzugehen, ich mache das jetzt von vornherein, um in 3 Wochen oder 3 Monaten oder im halben Jahr meinen Job zu kündigen. Das scheint ja so sozusagen nicht so gut zu funktionieren. Was ist denn ein guter Weg? Ich denke, mit einem Konzept kann es funktionieren, dass man sagt, okay, ich möchte damit
mein Business aufbauen. Ich habe ein Konzept, da ist es auch wirklich wichtig, ein Konzept zu haben, zu wissen, okay, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen, wohin möchte ich hin. Es wirklich von Anfang an professionell anzufangen. Ich finde es immer erschreckend, wenn ich Videos von 13-jährigen Mädchen auf YouTube sehe und die haben besseres Equipment als ich. Und ich mache das echt schon eine Zeit lang und habe sehr viel Geld darin investiert und das ganze Kamera, Lichter, weiß ich nicht was. Man muss wirklich sehr professionell sein mittlerweile und man muss erstmal viel Geld ausgeben, um erstmal guten Content online stellen zu können. Aber ich denke, man kann sagen, okay, ich möchte in einem Jahr davon leben können. Dann muss man es aber durchgeplant haben. Aber im Endeffekt sollte man einfach Spaß dran haben, Videos zu machen oder ja, weiß nicht, irgendwelche Produkte zu zeigen, mit Menschen in Kontakt zu sein. Man sollte keine Angst davor haben, auch mal negatives Feedback zu bekommen. Also ich glaube, ich wurde schon so oft beleidigt. Das muss man, damit muss man leben können. Also man kann nicht, das ist nicht nur alles schön und toll. Viele YouTuber haben auch aufgehört, weil sie einfach nicht damit klargekommen sind, in der Öffentlichkeit zu stehen und die ganze Zeit eben auch mal negative Kommentare zu bekommen. Also das hattest, du hattest auch zwischenzeitlich so Momente, wo du gedacht hast, ne, jetzt höre ich auf, lasst mich alle in Ruhe. Ja, also bei mir war das schlimm, wo ich dann so 15, 16 war und da ist man ja eh in so einem Alter, wo man nicht weiß, wohin mit sich, wie findet man sich. Und es war dann schon schwer, damit so klar zu kommen, dass dann Leute schreiben, boah, du bist so hässlich, geh dich begraben. Also die kennen ja nichts im Internet, die ist ja alles anonym, die nehmen da auch kein Blatt vor den Mund, also da hört man die schlimmsten Sachen. Und es war schon sehr schwer. Und da dachte ich mir, da hatte ich schon so einige Tees, wo ich dachte so, boah, ziehe ich mich echt so blöd an? Bin ich jetzt echt so doof geschminkt? Ja, das war schwer in dem Alter. Und mittlerweile, ich denke, habe ich dadurch mehr Selbstbewusstsein bekommen. Und da geht es da rein und da raus und fertig. Was war denn so der Moment, wo du gewusst hast, jo, ab jetzt mache ich es echt und im Ernst und professionell und für die nächsten Jahre auch meinen Lebensunterhalt? Also so, hey, yo, ich mach's jetzt mal was, eher nicht. Das war bei mir, ich hatte Vollzeit im Make-up-Bereich gearbeitet. Mein YouTube-Kanal und mein Blog waren zu dem Zeitpunkt allerdings auch schon wie ein Vollzeitjob. Ich hatte quasi zwei Vollzeitjobs und habe auch mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal die Woche, komplett die Nacht durchgearbeitet und mich zugeschüttet mit Kaffee und sonst was. Und um einfach mal zwei Tage am Stück eigentlich wach zu bleiben und hinterherzukommen. Und da war halt irgendwann der Punkt erreicht, wo ich einfach körperlich nicht mehr konnte. Das hat sich über ein halbes Jahr, so hat sich das schon hingezogen. Und ich war dann echt an dem Punkt, wo ich mich entscheiden musste, wo ich sagen musste, okay, bleibe ich im sicheren Hafen, habe mein monatliches Festgehalt, ich hatte einen tollen Job, ein tolles Gehalt, oder wage ich jetzt den Schritt und probiere es aus. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt, wann dann? Ich bin jetzt... Wann war das? Ja, ich war 20, ich dachte mir, okay, ich habe keine Verpflichtungen, ich bin frei, ich bin ungebunden, ich muss für niemanden gerade stehen, ich probiere es jetzt einfach. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, dann gehe ich halt wieder zurück in einen Vollzeitjob. Und dann habe ich mich getraut, wobei die größere Überwindung war dann, meine Mutter zu sagen, dass ich kündige. Und was hat deine Mutter geantwortet? Sie war sehr sauer. Nein, du kannst nicht mit sowas Geld verdienen, das geht nicht. Und was stellst du denn vor? Mittlerweile findet sie es aber ganz toll. Da gab es wahrscheinlich auch noch nicht so viele positive Beispiele, auf die du hinweisen konntest, nein, oder? Nein. Also es waren schon viele Aufträge da, aber sie konnte sich selber darunter noch nichts vorstellen. Also wenn ich ihr gesagt habe, Mama, ich bekomme jetzt Geld dafür, dass ich zwei Tage nach Paris fliege, einfach nur, um Klamotten zu tragen und da rumzulaufen, mich damit abzufotografieren. Das konnte sie nicht verstehen. Also wie denn auch? Also sie ist auch gar nicht so im Internet. Mittlerweile weiß sie jetzt, was ich genau mache, wie genau das funktioniert. Aber zu dem Zeitpunkt konnte sie sich da einfach gar nichts drunter vorstellen. Sie dachte, ich poste Bilder und wie kann man jetzt damit Geld verdienen? Wer sind denn deine großen Vorbilder? Vorbilder in dem Sinn habe ich eigentlich nicht. Ich lasse mich gerne inspirieren von Menschen, von Geschäftsfrauen, von Unternehmerinnen. Ich sehe mich selber auch lieber als Unternehmerin, und lasse mich von starken Frauen und Persönlichkeiten inspirieren. Oder auch von meiner Mama, das ist meine größte Inspiration, muss ich sagen, weil sie wirklich eine richtig taffe Geschäftsfrau ist und ich von ihr auch so das meiste einfach gelernt habe, mich durchzusetzen. Und das, was ich im Kopf habe, einfach umzusetzen, mich auf mein Bauchgefühl und auf mich selbst zu verlassen
Ja, aber ich habe jetzt keinen YouTuber oder Blogger, wo ich sage, boah, die ist so toll, ich will irgendwann auch so einen Blog haben wie die, so einen YouTube-Kanal wie die, das eher weniger. Da muss jeder schon seinen eigenen Weg finden. Auf jeden Fall, und ich meine, gerade bei YouTube ist ja gerade das Ding, dass jeder anders ist, das macht es ja aus. Jeder ist seine eigene Person und die Leute finden mich jetzt nicht toll, weil ich die besten Make-up-Tutorials mache, sondern sie finden mich toll, weil ich bin in meinen Videos und weil ich mich mal verquatsche oder weil ich mal irgendeinen Blödsinn rede oder auch mal über dann was Ernstes rede oder über mein Privatleben rede und nicht, weil ich jetzt oder weil ich mich am besten anziehen kann oder so. Das. Die Frage kam vorhin schon mal auf. Hast du so einen Take, wo du sagen würdest, oh Gott, wenn ich könnte, würde ich den sofort löschen oder den habe ich sogar schon gelöscht? Ach, ich habe schon einiges gelöscht. Erzähl, was ist da passiert? Los, komm. Also ich muss ja sagen, wo ich angefangen habe, so mit 14, das war ja noch nicht so, dass ich meine eigene Fotografin hatte, die mich überall hin begleitet und wo überall Bilder von mir macht und meine Outfits shootet. Nö, ich habe meine Bilder damals schön mit der Digicam von meinem Kleiderspiegel gemacht und mein Gesicht mit Paint schwarz angemalt, dass mich bloß keiner erkennt. Und ja, da waren einige schlimme Bilder dabei. Ich habe ein paar gelassen, weil es einfach lustig ist zu sehen. Aber ich habe viele gelöscht und auch viele Videos gelöscht. Es gibt auch, wenn der Content nicht so toll war oder die Qualität nicht so toll war, dann mache ich das lieber weg und fokussiere mich lieber auf die Sachen, die gut produziert waren. Was würdest du deinem 14-Jährigen selbst mit auf den Weg geben? Also mit all dem Wissen und der Erfahrung, die du jetzt hast? Ich hätte, glaube ich, gerne in dem Bereich was vielleicht studiert. Ich bin damals nämlich vom Gymnasium runtergegangen, dann auf die Realschule, weil ich dachte mir, nee, ich will schneller Geld verdienen. Ich weiß eh, was ich machen will. So. Ich hätte vielleicht gerne was im Marketingbereich oder so studiert, einfach um da noch mehr Wissen zu haben, weil alles, was ich, wie ich mir mein Business aufgebaut habe, wie ich mir meine Agentur aufgebaut habe, wie ich mir meinen YouTube-Kanal, meinen Blog aufgebaut habe, das habe ich mir alles selbst beigebracht. Einfach learning by doing. Ich habe viel nachrecherchiert, viel gelesen. Und ja, vielleicht wäre es ganz interessant gewesen, statt einer Ausbildung in einem ganz anderen Bereich, lieber was in dem Bereich gelernt zu haben. Vielleicht ist es auch gut, weil ich glaube, tatsächlich viele Dinge im Internet eben entstehen, weil man sie sich selber beibringt und sich untereinander hilft und immer sozusagen mit wachem Geist dabei bleiben muss, wie sich das Netz da draußen verändert. Ja. Was würdest du so sagen, was ist die Zukunft von YouTube? Also was werden so zukünftig die großen Inhalte auf YouTube sein? Katzenvideos? Ich denke, das kann man gar nicht sagen. Also im Beauty-Bereich gab es jetzt einen Monat, da waren Morgenroutinen total in, da hat jeder eine Morgenroutine gedreht. Morgenroutine heißt, man filmt sich, wie man im Bett liegt, ungeschminkt, und dann steht man auf, streckt sich, also das wird alles so gefilmt, wie man seine Zähne putzt, wie man sich dann schminkt, wie man seinen Kaffee macht, und dann ist das Video vorbei. Also das ist eine Morgenroutine so. Das war total gehypt. Jetzt interessiert es kein Schwein mehr, jetzt braucht man keine Morgenroutine mehr hochstellen, weil es gibt keine Klicks mehr. Was kriegt jetzt gerade Klicks? Schwer zu sagen, ich war jetzt gerade einen Monat in Asien. Ich komme gerade frisch aus Asien zurück. Gerade bin ich jetzt nicht so beim Beauty-Bereich, ich komme gerade auch nicht so dann selber zu gucken. Ne? Aber es sind immer so Favoritenvideos, Samtrend, Hauls, was hat man eingekauft. Viele Beauty-YouTuber gehen gerade in diese Comedy-Richtung. Das sind aber meistens dann die eine sehr junge Zielgruppe haben. Und es ist sehr viel Vlogs. Also gerade hier der Kollege vor mir, Snapchat. Snapchat ist gerade so dermaßen groß. Benutzt du es? Ja, klar, ich bin 24 Stunden online. Konntest du das noch fragen? Klar. Und eben durch Snapchat gibt man noch mehr Preis von seinem Privatleben. Also die Leute, die wissen alles über mich. Und Vlogs sind auch dadurch immer populärer und immer populärer. Also ich lade zum Beispiel einmal die Woche immer einen Sarahs Woche-Vlog hoch, wo ich dann zusammengeschnitten habe, was ich die ganze Woche erlebt habe oder jetzt, wo ich in Asien war, was ich da alles erlebt habe, wo ich war, wo ich geschlafen habe, was ich gegessen habe, was ich anhatte, wie ich mich geschminkt habe, bla 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 bla. Das ist so Reality-TV. Das klingt ein bisschen creepy. Wenn ich deine Mutter wäre, würde ich auch vielleicht das nicht so geil finden. Ein letzter Satz, was gibst du dem Publikum mit auf den Weg jetzt? Also hier sitzen ja relativ viele, die so wie ich, ne, habe ich vorhin gelernt, Kopfblogger sind, also die im Kopf schon eine Idee haben, worüber sie bloggen würden, wenn sie denn endlich die Zeit fänden und mit anderen Worten sich nehmen würden. Was würdest du denen jetzt noch schnell mit auf den oder langsam mit auf den Weg geben als einen guten Rat oder etwas, was man vielleicht vermeiden sollte oder unbedingt tun sollte?
Also ich denke, wenn man so eine Idee im Kopf hat, sei es jetzt zum Beispiel, ich koche unglaublich gerne und würde gerne mal einfach meine Rezepte posten, ne? Einfach sich andere Blogs anschauen. Wie machen das die anderen? Wie posten die anderen das? Was schreiben die anderen so? Und sich dann überlegen, okay, und wie kann ich das jetzt für mich übernehmen? Wie kann ich das jetzt für mich personalisiert rausbringen? Einfach loslegen. Einfach loslegen, einfach posten. Ich sage auch immer, wenn ich jetzt neue Blogs erstelle auf uns, bei unserer Agentur und die Leute sich erstmal unsicher sind und nicht wissen, was genau sollen sie machen, ich so, mach einfach. Und dann siehst du, was die Leute sehen wollen und was nicht. Ich lade manche Videos hoch, wo ich mir denke, boah, das wird so gut ankommen, das werden die Leute lieben. Am Ende hat es gar keine Klicks gehabt. Und dann irgendein Video, wo ich mir denke, das interessiert eh kein Schwein. Ich mache es jetzt halt einfach mal, weil es gerade so gut passt. Das boomt dann, das Video. Also man kann es nicht einschätzen. Und man lernt, man muss mit seiner Community wachsen. Man muss schauen, okay, was wollen die, was willst du machen? Und so definiert sich das dann mit der Zeit. Aber man kann das nicht von heute auf morgen so sagen. Man soll einfach loslegen. Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke dir, Sarah Bow. Dankeschön. Also einfach, das Web ist unberechenbar. Wenn ihr wollt, wenn ihr auch etwas machen wollt, dann ist dein Tipp, macht es einfach. Ja. Einen herzlich warmen Applaus für Sarah. Dankeschön. Danke, dass du uns hast teilhaben lassen. Viel Glück bei allen weiteren Vorhaben.